Hey, willkommen, schön, dass du wieder da bist. Heute geht es um die drei wichtigsten Schritte, die du machen musst auf deiner Entwicklung vom kleinen Jungen zum attraktiven Mann. Warum sprechen wir über das Thema Männlichkeit? Das ist ganz einfach. Je männlicher du von der Frau wahrgenommen wirst, desto mehr Anziehung wirkst du auf die Frau aus. Und wenn du eher in der kleinen jungen Phase feststeckst, dann wirst du immer wieder merken, dass du Probleme mit Frauen hast, dass es nicht so richtig weitergeht. Und das bezieht sich hier auf Beziehung, aber auch auf kurzfristige Sachen. Und deswegen ist es ein ganz zentrales und wichtiges Thema. Und die drei Schritte oder die drei, Entwicklungsstufen, die ich dir heute mitgebe, die müssen nicht nacheinander passieren. Es kann sein, dass erst Stufe 1 passiert, dann Stufe 3, dann Stufe 2, es kann sein, dass es ungefähr alles gleichzeitig passiert. Das hängt natürlich ein bisschen von der eigenen Entwicklung ab. Und die Entwicklung hängt auch ein bisschen vom Alter ab. Das heißt, mit steigendem Alter entwickelst du diese Sachen eher. Allerdings, wenn du dich nicht darum kümmerst, dann wird auch nichts passieren. Das heißt, du musst schon den richtigen Weg gehen. Ansonsten bist du irgendwann 45, 50 und immer noch ein kleiner Junge im Körper eines großen Mannes und fragst dich, hey, warum klappt es denn nicht mit den Frauen? Und der erste Schritt bzw. die erste Entwicklung, die stattfinden muss, ist eine Entwicklung weg vom Ich hin zum Wir. Und damit meine ich weg von nur meine eigenen Bedürfnisse im Blick haben hin zu, okay, wie geht es den anderen, beziehungsweise was haben meine Taten, meine Handlungen in der Welt für eine Auswirkung auf die Welt und auf andere Menschen. Und das bedeutet, dass man natürlich im ersten Schritt, und das ist ganz wichtig, seine eigenen Bedürfnisse sich anschaut und natürlich auch seine eigenen Bedürfnisse erfüllt und sich um seine eigenen Bedürfnisse kümmert. Denn wenn du dir nicht selbst hilfst, kannst du auch niemand anderem helfen. Dir muss es erstmal gut gehen, du musst erstmal überfließen, um dann etwas an andere weitergeben zu können. Aber das ist nun mal ein Zeichen eines Mannes, dass er sich um seine eigenen Bedürfnisse gekümmert hat und dann in der Lage ist oder sich dann dahin entwickelt, dass er sich halt wirklich auch überlegt, okay, was haben denn meine Handlungen für Folgen? Was mache ich überhaupt in der Welt? Was bewirke ich überhaupt in der Welt? Na, welchen Einfluss habe ich auf die Leute um mich herum? Sollte ich vielleicht etwas lieber nicht tun, wenn es anderen Leuten schadet? Und das sind so Überlegungen, die stellt ein kleiner Junge meist nicht an, denn der möchte einfach nur seinen Willen haben, der möchte das, was er jetzt will, in diesem Moment, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, du kannst dir das ein bisschen vorstellen, wie den kleinen Jungen, kleinen 5-6-jährigen Jungen, der an der Hand seiner Mama hängt und sagt, Mama, ich will jetzt den Lutscher, und dann anfängt zu heulen, wenn er nicht bekommt. Natürlich ist es nicht ganz so extrem, denn man entwickelt sich ja schon weiter, aber viele Männer oder Leute, die wir jetzt Männer wahrnehmen, die einfach erwachsen sind, stecken noch so ein bisschen in diesem kleinen Jungverhalten fest. Wenn sie das nicht bekommen, was sie wollen, dann werden sie sauer. Sie wollen unbedingt das bekommen, was sie haben wollen, und sind bereit dafür, ja, Abstriche zu machen, dafür vielleicht andere Leute zu verletzen, zu manipulieren, und da kommen wir wieder in diese ganze Pickup-Szene. Frauen manipulieren, um das zu bekommen, was du willst. Manipuliere sie, um Sex von ihr zu bekommen. All das ist dieses kleine Jungendenken, dieses, oh mein Gott, es geht hier nur um mich und meine Bedürfnisse, aber nicht darüber nachzudenken, was denn dein Einfluss ist. Und das ist ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt, der uns auch zu unserem nächsten Entwicklungsschritt führt. Die beiden gehen meist irgendwo Hand in Hand, und das ist Verantwortung übernehmen. Und das ist ein Riesenthema. Ne? Klassisches Beispiel, der Junge, der noch bei seiner Mama wohnt, und die Mama macht alles, die Mama kümmert sich um alles, und die Mama sagt dir auch, was du vielleicht beruflich machen sollst, oder deine Eltern zeigen es dir, weil die sind auch Ärzte geworden, dann solltest du jetzt auch Arzt werden. Im Sinne von, du übernimmst keine eigene Verantwortung für dein Leben. Du kümmerst dich nicht um dein eigenes Leben, du wohnst beispielsweise nicht in einer eigenen Wohnung, oder du, ja, lässt dir deinen Lebensweg diktieren von anderen Leuten. Na, angenommen, du gehst diesen Standardlebensweg im Sinne von Ausbildung, dann Studium oder Schule, dann arbeiten, heiraten, Kinder kriegen, Rente, und dann stirbst du. Na, das ist ja immer wieder so ein Ding, das so aufgezählt wird, und sagt man so, oh, geh nicht den Standardlebensweg. Es ist vollkommen in Ordnung, den Standardlebensweg zu gehen. Es geht bei der Verantwortung nur darum, dass du dir überlegst, was ist denn der Weg, den du gehen willst. Und wenn du dann rausfindest, der Weg, den ich gehen will, das ist tatsächlich dieser Weg, dieser Standardweg, dann ist es vollkommen in Ordnung. Es geht nur darum, dass du eine eigene Entscheidung getroffen hast, dass du Verantwortung übernommen hast, ja? Dass du von zu Hause ausziehst, dass du dir ein eigenes Leben schaffst, ein eigenes Heim schaffst. Und das hat auch ganz viel mit dem Thema Führung zu tun, und deswegen ist es auch so wichtig, denn Frauen wollen geführt werden, Frauen wollen einen Mann, an den sie sich anlehnen können, Frauen wollen einen Mann, von dem sie wissen, hey, wenn ich auf seiner Lebensreise mitgehe, dann komme ich genau an den Punkt an, wo ich hin will. Weil er kümmert sich darum, dass wir beide an einem guten Punkt ankommen. Ne, da wären wir wieder bei Punkt Nummer 1, dass du auch darüber nachdenkst, was deine Handlungen für Auswirkungen auf andere Leute haben. In dem Fall auf deine Partnerin. Ne? Wie gesagt, das gilt nicht nur für feste Beziehungen, sondern auch für Affären. Aber es ist ganz wichtig,
Weil du kannst nicht führen, wenn du dein eigenes Leben nicht führen kannst. Das ist ganz logisch, hoffe ich. Also du kannst keine Frau führen, du kannst die Führung in deiner Beziehung nicht übernehmen, wenn du die Führung in deinem eigenen Leben nicht übernommen hast, wenn du keine Verantwortung übernommen hast. Und deswegen gehen diese Sachen so eng miteinander einher. Und glaub mir, es gibt nichts Unattraktiveres als einen Mann, der sein Leben von anderen Leuten bestimmen lässt, der immer noch bei Mama wohnt, der immer noch sich von Mama erzählen lässt, wie sein Leben aussehen soll, von seinem Vater oder von wem auch immer. Ja, kümmere dich darum, dass du rausfindest, was möchtest du und welche Richtung möchtest du gehen. Das ist ganz, ganz elementar für deine Entwicklung als Mann. Und du wirst auch feststellen, dass wenn du vielleicht noch nicht zu Hause ausgezogen bist, dann wird das der erste große Entwicklungsschritt auf deiner Reise zum Mann, wo du zum ersten Mal eine eigene Wohnung hast und all diese Dinge kommen. Und selbst wenn du jetzt noch zu Hause wohnst, dann schau einfach, wie du zu Hause mehr Verantwortung übernehmen kannst. Und wenn es nur kleine Sachen sind, wenn du die Spülmaschine ausräumst oder den Garten sauber hältst oder, keine Ahnung, die Wäsche wäscht oder was auch immer. Wenn es kleine Sachen sind, ist es in Ordnung. Mach halt etwas, um Verantwortung zu übernehmen. Mach etwas, um in Handlung zu kommen. Das wirst du brauchen. Das ist ganz wichtig für deine Entwicklung als Mann. Und viele, viele Männer, ja, leben einfach ihr Leben und geben ihr komplettes Leben an. Die Verantwortung an andere Leute ab, die Verantwortung nach außen ab. Und fragen sich dann, warum sie am Ende des Tages nicht dort gelandet sind, wo sie wollten und nicht die Frauen bekommen haben, die sie wollten. Und die dritte Sache, und das ist auch eine sehr entscheidende Sache, ist, dass du dich entwickelst zu einer Einstellung des, okay, ich kümmere mich um die Leute in meiner Umgebung, meine Gruppe, I take care of them. Also ich kümmere mich um die und die können sich sicher bei mir fühlen. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig für Frauen, dass wenn du einfach eine Frau bei dir hast, ganz egal, ob es jetzt eine Affäre ist, mit der du nur ab und zu mal schläfst oder ob es eine Beziehung ist, dass du einfach dieses Gefühl hast und das entwickelt sich, je mehr du in dieser Männlichkeitsprozess voranschreitest, dass du dieses Gefühl hast, okay, das ist die Frau, die ist jetzt an meiner Seite, die kann sich auf mich verlassen und ich kümmere mich um sie, ich beschütze sie. Nicht im Sinne von, ich zahle jetzt ihren Unterhalt oder ihr Wohnungsgeld oder im Sinne von, ich kümmere mich um alle ihre psychologischen Probleme und bin ihr Psychotherapeut. Das meine ich dafür nicht. Aber ich meine damit, dass die Frau einfach weiß, hey, sie kann sich darauf verlassen, dass sie sich bei dir fallen lassen kann, weil du der Mann bist, sie sich entspannen kann in deiner Gegenwart und sie sicher ist bei dir. Dieses Bedürfnis, den Leuten in deiner Umgebung, den Leuten in deiner Gruppe, den wichtigen Leuten, Familien, Freunde, Frauen einfach das Gefühl zu geben, hey, ich kümmere mich um dich, du kannst dich auf mich verlassen, wenn irgendwas sein sollte. Ich stehe zu dir, wenn irgendwas sein sollte. Und das kann natürlich auch nicht funktionieren, wenn du noch in dieser kleinen Jungen, in diesem kleinen jungen Mindset feststeckst, weil dann geht es eben nur um dich. Dann fragst du dich halt nur, wie kann ich meine Bedürfnisse erfüllen? Und das ist alles, was wichtig ist. Und dann ist natürlich ganz klar, dass du dich nicht um andere Leute kümmern kannst. Ne? Der kleine Junge ist sehr selbstzentriert. Und wenn du selbstzentriert bist, dann funktionieren all diese Sachen, die ich eben aufgezählt habe, nicht. Dann wird die Entwicklung hin zum Mann nicht funktionieren. Ja, ich habe einen guten Freund, beziehungsweise einen alten Freund, der immer noch bei seiner Mutter hängt. Der ist so alt wie ich, jetzt auch 26, und hängt immer noch bei seiner Mutter. Die hat sich immer sehr viel um ihn gekümmert, ihn immer übermuttert und er ist nie rausgekommen aus dieser Nummer. Also er ist immer noch da, er ist immer noch absolut unlebensfähig und offensichtlich hat er auch überhaupt keinen Erfolg mit Frauen, weil welche Frau würde den schon haben wollen? Das müsste dann eine Frau sein, die einen Mann haben will, der ist wie ein kleines Kind. Und ich glaube, da gibt es einen ganz kleinen Markt für, wenn überhaupt. Na, es ist halt, keine Frau möchte deine Mama sein. Keine Frau möchte sich um das alles kümmern müssen. Das möchte die Frau einfach nicht. Und das möchte die Frau auch nicht, wenn sie mit dir im Bett ist. Denn das klingt jetzt vielleicht so nach, okay, das bezieht sich nur auf Beziehungen, aber tut es nicht. Na, wenn die Frau dich sieht und merkt, boah, ey, keine Ahnung, du bist immer noch ein kleiner Junge innerlich, dann sagt ihr nicht, boah, der kleine Junge ist ja so heiß, mit dem will ich ins Bett. Na? Sondern sie sagt, hey, das ist ein attraktiver Mann, mit dem will ich nach Hause gehen. Das ist ganz klar, das überträgt sich auf beide Bereiche. Deswegen ist es so wichtig, dass du deine Entwicklung als Mann in die Hand nimmst. Und wenn du jetzt hier diesen Channel guckst, wenn du dieses Video schaust, wenn du generell Videos schaust, die sich darum kümmern, wie kann ich mich persönlich weiterentwickeln, dann bist du auf einem guten Weg. Wie gesagt, mit dem Alter wird sich auch einiges geben, aber eben nicht, wenn du nicht in diese Richtung gehst, dann wird dir das Alter nicht helfen. Aber wenn du in diese Richtung gehst, wenn du sowieso diese Videos schaust, und das tust du ja gerade, und dann kommt noch die Alterskomponente hinzu, dann wirst du irgendwann an einem sehr guten Punkt ankommen, wo Frauen dir auch das Feedback geben, hey, du bist ein wirklicher Mann für mich. Und an dem Punkt weißt du, dass du angekommen bist, beziehungsweise naja, in dem Depot weißt du, wo du angekommen bist, wenn du es von außen gefeedback kriegst, aber du spürst es auch selbst. Du spürst deine Entwicklung zum Mann selbst. Du spürst, wie du mehr weggehst von ich kümmere mich nur um mich selbst, mehr hin zu ich kümmere mich darum, was wirklich meine Wirkung als Mann in dieser Welt ist.
Schön, dass du dabei warst. Links neben mir abonnierst du den Channel, wenn noch nicht passiert. Unter mir kannst du dich für einen neuen Coachingplatz im neuen Jahr bewerben. Und hier unten rechts kommst du zu einem Video, wo es weitere Informationen für deinen Erfolg mit Frauen gibt. Unbedingt draufklicken und wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.